Gut, liebe Zuschauer, wir gucken uns nun das Video von Oxcut an. Kam vor einer Stunde raus. Die Shirin David Generation, wenn junge Mädchen ihre Identität verlieren. Let's go. Ihr Herz erobern? Ich brauche keinen Mann. Yes, girl, du hast uns das richtig gezeigt. Boom, boom, boom. Hier haben wir wieder unsere Chai-Tasse gefüllt mit kubanischen Espresso-Bohnen, welches hoffentlich nicht aus Kinderhänden entstammt. Hm. Schmeckt ein bisschen schlechter als sonst. Freunde, heute geht es um ein Thema, welches mich sehr lange beschäftigt und ich denke mir, bitte, 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 ich will wieder ins Jahr 2002 zurück. Super Smash Bros. Melee, nur für Nintendo GameCube. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, aber in die Zeit wollen wir doch alle zurück, da war ich 3 Jahre alt. Ja, nein, ja, aber in die frühere Zeit so nochmal zu zurückschlüpfen, wäre schon wild. Da war ich noch ein kleines Kind, aber als kleines Kind hatte ich trotzdem viel Spaß gehabt. Weiß nicht wieso, bald ich irgendwas ich will die Schulzeit David nicht nochmal. Ummantelt mein Herz sich mit so einem dunklen Schleier, wo ich mir denke, brrr, sobald ich sehe, dass andere Frauen ihre Songs irgendwie hören und sich voll stark und cool fühlen, denke ich mir, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also Shirin David ist ja schon seit längerem ein bekannter Name im Social Media Game. Sie hat ja jahrelang irgendwelche Videos gemacht, wo sie das Mädchen von nebenan war. Krass. Jeder fand sie. Ey, sie sieht hier immer noch ganz. Sie sieht ja ganz anders aus. Sie hat ja. Guck euch das mal an. Jahrelang. Ja, warum hat sie sich denn. Also, warum sieht sie nicht mehr so aus? Irgendwelche Videos gemacht, wo sie das Mädchen von nebenan war. Jeder fand sie sympathisch. Auch ich fand sie sympathisch, tatsächlich. Traurig. Aber dann fing sie an, Musik zu machen. Sie fing dann an, irgendwie Nicki Minaj nachzumachen, beispielsweise. Und hat eine piepsige Stimme sich angeeignet. Und irgendwelche frauenstarken Worte irgendwie in ihren Texten zusammengefasst. Und sie mit Musikvideos bestückt, welche wirklich sehr, sehr hochqualitativ waren. Und sie hatte mit Abstand den krassen Hype, den ich bei einer Frau im Rap-Game jemals gesehen habe. Nun, viele Leute erfreut das selbstverständlich, dass auch meine Frau die Bühne betritt. Gerade im männerdominierten Deutsch-Rap-Genre ist das eine Seltenheit. Wo das erste Album von ihr noch regelrecht girly-mäßig war und Frauen und Schickimicki. Also ich muss sagen, ne, also jeder, wie er seinen Körper am liebsten mag. Und wenn es hier mit einer OP ist, okay, aber ey, wenn ich sie mir früher so angucke, weißt du? Muss ich jetzt mal sagen, weil wir haben ja jetzt gerade hier diesen Kontrast von jetzt zu früher. Ah. Ich fand sie jetzt for real, ne? Ich fand sie früher halt einfach. Es hätte jetzt keinen Grund gegeben, warum ich jetzt sagen würde, ey, du bräuchtest da irgendwo eine OP, so, weil irgendwas da vielleicht nicht so aussieht, wie es aussehen soll, oder weiß ich nicht. Also, das, keine Ahnung, Mann. Das ist halt wirklich so. Schade. Und Kleidung und alles sich eher darum gedreht haben. Auch mal 2, 3 Tracks. Die also für mich, wenn sie sich jetzt natürlich wohler fühlt, ist das okay, aber so es ist traurig. Den tiefgreifender Wahn es gegeben hat, hat sie angefangen, die Biatch-Variante von Shirin David zu werden. Und so gab es zahlreiche Songs, die einfach so, boah, die irgendwie gezeigt haben, ey Mädels, wir dürfen so sein, wie wir sind und wir sind einfach so stark, auch ohne Männer und bla bla. Und diese Texte haben selbstverständlich Männer geschrieben. Wenn du schon so eine Attitude verfolgst, lass doch wenigstens diese Texte von einer Frau schreiben oder lass dein Team von... Ja, sorry, aber Lars Unlimited ist einfach krass. Also da möchte ich jetzt mal den Hate, also da möchte ich nicht kritisieren, Lars Unlimited, der ist ein krasser Texteschreiber. Irgendwelchen Produzenten bestehen. Der hat auch mal bei, wo war denn das, Apple Music, was Apple Music, was so ein Projekt, da hat er mal überfresh gerappt, übel nice. Also so richtig geile Reime und so, Lars Unlimited, in the booth war das. Das hier ist sick. Das ist richtig sick. 1,4 Millionen Aufrufe vor 10 Monaten. Wirklich, gönnt euch, das ist wirklich richtig nice gewesen. Die aus Frauen besteht. Freunde der Sonne, das ist Frio. Frio ist gestern 24 Jahre alt geworden. Welches natürlich viel mehr dieses Frauending nach vorne bringt, als was du machst. Ja, dein ganzes Team besteht aus Männern und du bist eigentlich die Frau, die das Ganze reproduziert, die Texte aufsagt und die Flows wahrscheinlich vorgetragen bekommt. Und ich finde, das macht dann irgendwie das ganze Frauenthema zunichte. Und mit diesem zweiten Album hat sie etwas geschafft, was ich einfach so absolut widerlich finde. Und zwar gibt es so eine Art Generation Shirin David. Da sind so
Damen, sage ich mal, aus der Social-Media-Welt, die versuchen, ihr Vorbild nachzuahmen. Hey, ja, okay. Lol. Und ich sag mal so billigen... Hey, ich dachte gerade ganz kurz, das ist Sharon David. Dann dachte ich mir, okay, nee, doch nicht. Dann dachte ich mir, was ist gerade passiert? Und dann habe ich den Namen gesehen, habe gesehen, das ist sie gar nicht. Züge von Sharon David zu entnehmen. Zum Beispiel gibt es unsere bekannte Shelly. Ja, Shelly ist eine TikTokerin, die ja bereits bekannt war dafür, Shelly, dass sie ihren Gött im VIP in Clubs geshakt hat. Und man kennt es ja, man trinkt, man sieht gottlos gut aus, man shakt seinen fetten Gött im VIP. Und dafür wirklich einen regelrechten Shitstorm bekommen hat. Und sie behauptet natürlich aufgrund von Shireen David, dass das Ganze natürlich übelst frauenstark ist, was sie gemacht hat. Und sie nur diskriminiert wird dafür, weil sie eine Frau ist. Das ist diese Gehirnwäsche, die Shireen David bei diesen ganzen jungen Mädels irgendwie geschafft hat, in die Hirne zu brennen. Dass du deinen Gött im VIP shakest, hat nichts damit zu tun, dass du eine starke Frau bist. Im Gegenteil, du bist so eine niedrige Art von Frau in diesem Fall, dass du es nötig hast, mit deinen weiblichen Zügen irgendwas auszudrücken, damit du irgendwie in den VIP-Bereich kommst, welches du dir wahrscheinlich so nicht leisten kannst von irgendwelchen Sugar Daddies und eigentlich auf deren Kosten lebst. Also ich finde, das ist alles gegenteilig von einer starken, selbstbestimmten, selbstständigen Frau. Würdest du diejenige sein, die im VIP steht und den Typen hochholt, der gerade sich voll anbietet bei dir, dann wärst du vielleicht eher die stärkere Frau in diesem Fall als das, was du getan hast. Abgesehen davon ist diese Dame ja, habe ich ja schon in einem anderen Video erwähnt, ziemlich doppelmoralisch, was ihr Verhalten angeht. Und das Ganze können wir infolgedessen sehr gut beobachten, wie sie das Thema Männer so beschreibt. Diese ganzen Typen, die mir sagen, mit Barbie kann man feiern gehen, voll die Piep, bla 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 bla. Ohne uns kommt die gar nicht rein. Kennt ihr diese Typen, dieses, können wir uns euch bitte anschließen? Was los? Ja, dann ist ein Video erschienen von der Dame, die sich so stark zeigt und die Männer verarscht. Und diese Dame wurde selber von einem Mann verarscht, wie wir das in ihrem Valentinstag-Video sehen. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. So viel zum Thema Valentinstag auf jeden Fall. Hat mir auf jeden Fall gerade gesagt, dass er keine Gefühle mehr für mich hat. Ist einfach weg. Autsch. Dein starkes Ich, welches du in die Öffentlichkeit treibst und zeigst, wie stark du bist. Dein starkes Frauen-Ich, welches motiviert wurde durch Shireen David. Boom. Ist so schnell wieder auf den Boden gekracht. Das ist nämlich die bittere Realität. Egal wie cool ihr tut, wie cool ihr sein wollt, tut es doch so weh, wenn man einen Korb kriegt von seiner großen Liebe. Da könnt ihr ach so groß erzählen, wie ihr Männer verarscht. Im Endeffekt tut es immer wieder weh, wenn ihr verarscht werdet. Tu anderen Leuten nicht das an, was dir selber wehtun würde. Trotz diesem ganzen... Stopp. Warte ganz kurz. Okay, also ja, ich verstehe, was jetzt da kritisieren will, aber irgendwie fühle ich den Punkt nicht ganz zu 100%. Weil letztendlich sagt ja nicht Shireen David, also zumindest so wie ich das zumindest so mitbekommen habe, letztendlich sagt ja nicht Shireen David, dass man irgendjemanden verarschen soll und dass man ja jeden wegflanken soll, was weiß ich, sondern dass man als Frau auch wahrgenommen wird, dass man ernst genommen wird, Gleichberechtigung eine große Rolle spielt und auch eine Frau auf der gleichen Stufe steht wie ein Mann. So, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass eine Frau einen Mann um den Finger wickeln muss und was weiß ich und irgendwie mit Reizen spielen muss, um da und dahin zu kommen oder irgendwas zu machen. Ich glaube, es sind einfach nur manche Leute im Internet, die vielleicht sowas raushauen, aber damit hat Shireen David jetzt im Prinzip nicht viel zu tun. Also da muss ich sie jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde einfach sagen, Shireen David setzt sich schon für Frauen ein, für Frauenrechte auch ein, ist ziemlich doppelmoralisch und widersprüchlich drauf in vielen Belangen. Ja, da hat er auch Simplicissimus auch schon ein, zwei Videos gemacht. Und ja, aber jetzt den Punkt würde ich ihr noch nicht mal so krass ankreiden. Letzten Skandal, die Shireen David mit sich gebracht hat, wird sie immer noch dafür gefeiert. Vor kurzem hat sie einen Track veröffentlicht, welches eine coole Message hatte, die natürlich Lars geschrieben hat. Übrigens irgendwie sehr cringe, wenn ich überlege, dass ein Mann solche Texte schreibt. Und natürlich weiß eine Shireen David, welche Hebel sie ziehen muss, damit irgendwelche Girls ihren Sound wieder feiern. In diesem Song geht sie in eine imaginäre Rolle als Mann rein, welcher die Frau absolut sexualisiert oder was auch immer. Welches natürlich höchst kritisch ist. Nicht jeder Mann ist so, wie sie es aufzeigt und mit diesen Songs befeuert sie das Ganze. Männer haben mittlerweile wirklich Angst, irgendwie Frauen anzumachen, wie ich das mitbekomme. Sobald sie irgendeinen Move bringen, welches kritischer sein könnte, dass auf einmal eine Anzeige ins Haus landet, weil sie sich irgendwie belästigt fühlen.
Nicht jeder Mann ist darauf bedacht, eine Frau irgendwie zu belästigen. Meiner Meinung nach immer noch absolut cringe, was für Werte eine Shirin David der Jugend vermittelt. Und noch cringer ist... Ja, ich glaube, es kommt auf die Art und Weise an, wie man etwas macht. Weil wenn es um Belästigung geht und man das gegen den Willen der Frau, also wenn die Frau abblocken, du machst trotzdem weiter und sowas. Also jetzt nicht mal nur im sexuellen Kontext, sondern auch wie weit man gehen kann. Mit Berührungen und so ist immer ein bisschen schwierig. Ja, also wenn man da gewisse Werte mitgibt, okay. Wenn man es komplett übertreibt, das kann man natürlich kritisieren, aber ich glaube, es ist schon okay, auch gewisse Dinge in der Form zu kritisieren, auch was Shirin David da aufzeigt. Ich kenne die Lieder halt jetzt nicht, muss ich an der Stelle sagen. Ich kenne ein, zwei Lieder von ihr und das war's. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so krass mitreden, was die Texte angeht. Aber Lars Unlimited, immer noch sehr krasser Texter. Dass diese Mädels auch noch so eins zu eins sie kopieren, Alter. Mittlerweile bringt diese Generation Shrizzles natürlich auch selber Tracks raus. Zum Beispiel Nell Noor, eine TikTokerin, welche natürlich auch Shirin David-esque redet. Hören wir mal den Track an. Famous, steh auf Boys, die kriminell sind. Die S-Klasse ist Facelift, wenn wir kommen auf rotem Teppich, immer crazy, so wie Shane. Was soll ich noch sagen? Mädels, bitte bleibt so, wie ihr seid. Wenn ihr irgendwelche Prinzipien habt, die vielleicht nicht diese neumodischen Werte vertritt und nur deswegen geächtet werdet, weil ihr altmodisch seid, behaltet die Werte bei. Ihr zieht Menschen an, die euch nicht irgendwie folgen, weil ihr freizügig seid, absolut für Skandale sorgt oder was auch immer, sondern weil ihr ein cooler Charakter seid und euch nicht verkaufen musstet, weil die heutige Gesellschaft dies verlangt. In diesem Fall, Leute, schreibt unbedingt mal in diesem Video, gerade von Frauen, eure Meinung in die Kommentare, mich würde das sehr interessieren. Und ob ihr das Ganze auch so betrachtet wie ich. Ansonsten, like diese. Okay, ich bin keine Frau, ich muss aber sagen, ich fühle den Punkt nicht ganz so. Also, weil Shirin David ist jetzt dafür ja wenig verantwortlich. Ich glaube, es wurde gerade viel eher gegen andere Leute kritisiert, die aber mit Shirin jetzt direkt nicht viel am Hut haben. Und Shirin eigentlich gar nicht das vermittelt, was er vorgibt, was sie vermitteln soll oder so. Dieses Video, um den Algorithmus irgendwie zu pushen, weil der noch krasser schläft als ein Bär im Winterschlaf. Und abonniert natürlich diesen Kanal, meine Freunde. Junge, war es einfach gleich. Peace out. Okay, ja. Also, Dankeschön für das Video. Checkt das Video trotzdem ab. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Aber fühle ich nicht ganz, muss ich an der Stelle sagen. Ich fand die Kritik so... Die ist so an einem vorbeigegangen. Also, die... So, jetzt, auf was wollt ihr jetzt hier so richtig raus? Ich, ich,